Hallo liebe Freds, herzlich willkommen zu Frische Filme hier bei Fred Carpet und heute mit einem Top 10 Ranking, beziehungsweise erneut mit einem Top 10 Ranking, das ich so ein bisschen an die aktuellen Gegebenheiten angepasst habe, denn seit einigen Tagen ist meine absolute Lieblingsserie Community bei Netflix abrufbar. Das ist für mich jetzt nicht so spektakulär, weil ich die Komplettbox natürlich seit Jahren zu Hause stehen habe, aber es ist für mich auf jeden Fall Anlass, einfach mal über die Serie zu sprechen, gerade weil auch immer mal wieder Nachfragen kamen, ob ich das nicht mal machen könnte. Und deshalb habe ich mir überlegt, meine 10 Lieblingsfolgen rauszusuchen und zu erklären, weshalb genau das meine Lieblingsfolgen sind. Ich sage aber auch direkt, ich kann mich eigentlich nicht auf 10 Lieblingsfolgen festlegen, weil das eine Serie ist, die ich über alles liebe, die mit riesigem Abstand zu den nächsten Serien, die ich auch gerne mag, ganz oben auf Platz 1 rangiert. Ich liebe fast alle Folgen. Es gibt keine, die ich nicht mag. Es gibt keine, wenn ich die Serie rewatche, die ich weiterschalte. Das kann ich direkt sagen. Und es fehlen ganz, ganz viele Sachen. Es ist für mich sehr schwer, hier wirklich irgendwie mich hier zu einigen. Und deshalb, ich habe einfach mir überlegt, ich gucke auf alle Folgen einmal drauf und wähle einfach ganz spontan die, bei denen ich sage, gut, jetzt in diesem Moment habe ich bei denen die besten Gefühle. Aber wie gesagt, es fehlen ganz, ganz viele. Man möge mich nicht auf die 10 Folgen festnageln und auch erst recht nicht auf die Reihenfolge. Auch wenn ich glaube, Nummer 1 ist dann doch für mich eine der Lieblingsfolgen, das kann ich dann schon sagen. Das aber so ein bisschen als Disclaimer, bitte nicht darauf festnageln, was ich hier sage, aber das, was ich über die Folgen sage, da stehe ich zu 100% hinter. Und ich bin sehr neidisch auf die Leute, die Community jetzt das erste Mal sehen können und die sich jetzt das erste Mal in all die großartigen Charaktere verlieben dürfen und können. Und für alle Leute, die aber ohnehin Community-Fan sind, ich glaube, die wird vielleicht so ein bisschen interessieren, was meine Lieblingsfolgen sind. Und mit dieser Vorankündigung fange ich jetzt gleich direkt an, nämlich mit Platz Nummer 10. Und zwar gucke ich mir Folge 21 an mit dem deutschen Titel Die Hühnchenmafia. Es ist die Folge, in der die Greendale 7, wie sie genannt werden, also die Lerngruppe rund um Jeff Winger, die Macht über den Campus übernehmen quasi, indem sie die Hühnchenfrittierung übernehmen am Campus, weil sie feststellen, in der Kantine des Community Colleges werden regelmäßig Hühnchensticks ausgeschenkt und egal, die kommen immer zu spät, sie kriegen nie etwas ab und deshalb sagen wir, um das jetzt zu ändern, übernehmen wir das alles selber und das Ganze geschieht quasi in Form eines Mafia-Films, in Form eines 25-minütigen Mafia-Films. Es wird gezeigt, wie sich die Machtverhältnisse am Campus verändern, die Greendale 7 sind fortan für die Hühnchen zuständig, es werden skurrile Deals abgehalten, plötzlich sind Hähnchen bzw. die Hühnchensticks die Währung am Campus, sie haben die Macht über alles, plötzlich verschiebt sich auch das Machtgefüge innerhalb der Greendale 7, wo bisher Jeff Winger der Anführer war, ist plötzlich Abed Nadir der Anführer, weil er einfach das Konzept Mafia verstanden hat und plötzlich alle ihn anhimmeln, bis das Ganze allerdings von innen heraus explodiert und eine wirklich sehr, sehr amüsante, aber auch wieder so voller Details steckende Folge, weil immer, wenn sich die Serie so eines bestimmten Genres annimmt, da zeigt sich, wie Popkulturfanat einfach die Macher sind. Und das ist für mich das perfekte Beispiel. Ich habe die Folge auch mal stellvertretend tatsächlich für alle anderen, wie die Paintball-Folgen zum Beispiel, rausgekramt, weil ich keine Paintball-Folge, die gemeinhin als die beliebtesten gelten bei den Fans, ich habe keine Paintball-Folge in mein Ranking mit reingenommen, weil ich tatsächlich sagen muss, ich mag bei Community die Folgen am liebsten, wo sich das Chaos und die Absurdität aus dem Alltag heraus entwickelt. Und da sind die Paintball-Folgen, das ist so ein bisschen übergeordnet. Ich mag die auch wahnsinnig gerne, aber sie gehören tatsächlich nicht zu meinen persönlichen Lieblingsfolgen. Aber die Hühnchenmafia finde ich jedes Mal wieder sehr, sehr, sehr amüsant. Und deshalb habe ich diese Folge mal auf Platz 10 genommen. Auf Platz 9 gehe ich in die zweite Staffel, nämlich zur Folge 8 mit dem Titel Die fast nackte Wahrheit. Eine Einraumfolge, da werden sich die Leute jetzt dran erinnern. Es geht darum, dass Annie
nach dem Üben plötzlich einen Stift verliert und das Ganze zu einer Art Drama hochstilisiert wird, weil sie permanent Stifte verleiht innerhalb der Community-Gruppe und das Ganze aber nicht mehr will. Und fortan, die Folge handelt eben davon, wie sie versuchen, diesen Stift wiederzufinden. Aber sie stellen tatsächlich fest, niemand von der Community-Gruppe scheint diesen Stift zu haben. Es gibt also nur eine Möglichkeit und ja, es wird eine Lösung für das Problem kreiert. Ganz in einigen Staffeln später wird dann tatsächlich auch erklärt, was wirklich hinter dem Stiftedieb gesteckt hat. Aber was ich an dieser Folge so mag, ist einmal das Konzept Einraumfolge, auch wie immer damit kokettiert wird, dass es eine Einraumfolge ist. Und es sagt sehr, sehr viel über die Gruppe aus. Für mich ist diese Folge tatsächlich die, die noch einmal die Charaktere noch mal am meisten zusammenschweißt. Also für mich gibt es einen vor der Einraumfolge und einen danach, weil ab dem Moment ist nichts mehr, passt kein Blatt mehr zwischen diese Gruppe, wirklich ohne Einschränkung. Was halt daran liegt, dass sie feststellt, dass sie sich vertrauen können. Also obwohl die Folge eigentlich das Misstrauen in der Gruppe total schürt, sorgt diese Folge dafür, dass sie eigentlich feststellen, wie wenig Misstrauen innerhalb der Figuren angebracht ist, dass sie sich vertrauen können. Und das ist für mich, ja, das ist für mich eine sehr, sehr herzliche Folge, die das Gruppengefüge sehr toll nochmal auseinandernimmt und dann wieder zusammensetzt. Und deshalb die fast nackte Wahrheit für mich auf Platz 9. Bleiben wir für meinen Platz 8 in der zweiten Staffel und gehen aber weiter zu Folge 19, zu Mein Essen mit Abed. Eine Parodie bzw. eine Referenz an den sehr unbekannten Independent-Film Mein Essen mit André. Es ist der Geburtstag von Abed Nadir, meiner persönlichen Lieblingsfigur. Und er gibt vor, mit seinem bislang vielleicht ein bisschen entfremdeten Kumpel Jeff ein ganz normales Gespräch in einem Restaurant führen zu wollen. Das Ganze ist eine Referenz an, wie gesagt, an den Film Mein Essen mit André, wo ein Film über eine echte Unterhaltung, wie es Abed sagt. Aber das Ganze ist natürlich nur vorgeschoben. Es ist eine Filmreferenz. Es ist nicht das echte Gespräch, das Abed vorgibt, mit Jeff führen zu wollen. Und irgendwie ergibt sich dann aber doch ein echtes Gespräch daraus. Und das zu sehen, da den Unterschied zu finden oder diese sehr, sehr enge Trennlinie zwischen Parodie, Referenz und eben überhaupt nichts davon, das ist sehr schön, zumal ich es auch mag, dass hier mal diese beiden Figuren im Mittelpunkt stehen, die sonst nicht so viel alleine miteinander zu tun haben. Und ich mag gerade auch dann das Ende, wenn sich zeigt, hey, auch wenn hier gerade einige Schwierigkeiten aufgetreten sind, es gibt natürlich schöne Pulp-Fiction-Referenzen auf der anderen Seite. Also wir haben so eine getrennte getrennte Folgenerzählung. Wir haben Jeff und Abed auf der einen Seite und wir haben den Rest auf der anderen Seite, weil eigentlich wollte die ganze Community Abed mit einer Pulp-Fiction-Party überraschen. Und ist für mich eine sehr schöne, gar nicht mal so lustige Folge tatsächlich, aber ich mag sie sehr gerne und deshalb habe ich Mein Essen mit Abed mal auf Platz 8 gesetzt. Ohne es zu wollen, habe ich bei diesem Ranking tatsächlich eine Folge aus jeder Staffel genommen und das bedeutet auch, dass ich aus der von vielen nicht so gemochten sechsten und letzten Staffel eine Episode mir rausgesucht habe. Auf Platz 7 habe ich nämlich die letzte Folge, Folge 13, Emotionale Auswirkungen von Fernsehen. Und die sechste Staffel hatte es durchaus schwer, denn es sind einige Charaktere mittlerweile nicht mehr dabei, weil sie die Serie frühzeitig verlassen haben. Und nun geht es halt eben darum, irgendwie ein trotzdem der Serienqualität entsprechendes Finale zu kreieren. Und was wird gemacht? Jeder Charakter darf sich in Folge 13, Staffel 6 ausmalen, wie es mit der Serie weitergehen würde. Und es wird also quasi vor laufender Kamera erklärt, weshalb diese Serie jetzt zu Ende gehen muss, weil es eine siebte Staffel wäre nicht mehr adäquat. Sie würde der Qualität der Serie bisher nicht mehr entsprechen. Und das ist so ein feines Eingeständnis der Macher, die hier sagen, wir wissen nicht weiter. Und deshalb beenden wir das Ganze hier. Und trotzdem bringen sie es auf so eine kreative Art und Weise zu Ende. Gerade, es gibt irgendwann den Moment, wo halt, man muss sich das vorstellen, jeder darf sich das vorstellen, das Intro und dann auch so den groben Aufbau, wie die Lerngruppe dann aussehen würde. Es wird einmal der
der dramaturgische Ablauf der Serie, einer jeden Serienfolge grob nachgesponnen, was ich ganz, ganz herzlich finde. Und es ist ein sehr rührender Abschied. Es ist ein sehr melancholischer Abschied, aber es ist auch so, dass man jederzeit nachvollziehen kann, wie gesagt, warum man das Ganze beendet hat. Und trotzdem wird nochmal deutlich, wie sehr alle Beteiligten dieses Format lieben und geliebt haben. Und das ist halt etwas, wo ich sage, es ist ein wahnsinnig gutes Serienfinale. Und deshalb möchte ich das nicht unerwähnt lassen, weil es vielleicht nicht die eine Folge ist. Also man würde sich, glaube ich, nicht diese Folge rauspicken und einzeln gucken, wenn man Bock hätte auf Community. Aber sie ist wahnsinnig wichtig für die Gesamtqualität der Serie. Und deshalb für mein Empfinden auf Platz 7 emotionale Auswirkungen von Fernsehen, Staffel 6, Folge 13. Auf Platz 6 gehe ich in Staffel 3 zu Folge 17 Law and Order Greendale. Und das ist auch eine der Folgen, die von den Fans sehr, sehr geachtet wird. Es ist eine Parodie, beziehungsweise nein, nichts von dem allen ist eine Parodie. Das sagt dir sogar Abed in einer Folge. Es ist eine Verneigung, es ist eine Hommage an, an die Serie Law and Order. Und es ist ja quasi die Crime Folge aus der Community-Serie, weil man muss ja sagen, es wird so ziemlich jedes Genre im Rahmen der 6 Staffeln irgendwann mal gestreift. Und so halt hier eben auch die klassische Crime-Serie. Es geht in dieser Folge darum, dass ein vermeintlicher Mord aufgeklärt werden soll. Dieser Mord ist der Mord an einer Süßkartoffel aus einem Biologieprojekt. Und es werden die klassischen Klischees einer Crime-Serienfolge abgefrühstückt, eben im Stile von Law and Order, die sehr bekannt ist. Und ich mag das. Ich mag das, wenn man merkt, Leute haben ein Genre verstanden, wenn sie eine Hommage an dieses Genre ablegen wollen. Und die Macher von Community sind in dieser Hinsicht nun mal Genies. Ich hätte als Beispiel auch die Folge mit dem Arschritzen-Gangster aus, ich glaube, das ist Staffel 5, nehmen können. Man kann, wie gesagt, die Paintball-Folgen nehmen, wenn es um das Western- oder das Action-Genre geht. Man kann die Horrorfilm-Folge nehmen. Also es gibt alles Mögliche. Ich habe jetzt aber trotzdem mal die Law and Order-Folge genommen und habe da immer sehr, sehr viel Spaß dran. Und ja, ohne diese also genrespezifischen Folgen wäre Community, glaube ich, nur halb so schön. Kommen wir jetzt das erste Mal zu Staffel 4, genau genommen zu Folge 11, und zwar zur Folge Freaky Friday, wo wir gerade bei genrespezifischen Folgen waren. Das ist natürlich so ein bisschen die Body-Switch-Folge innerhalb der Serie, aber es ist noch viel mehr, denn es geht eigentlich in dieser Folge um eine Trennung, die sich aber keiner, beziehungsweise derjenige, der sich trennen möchte, nämlich Troy von seiner Freundin Britta, die er sich nicht auszusprechen traut und deshalb auf seinen Freund Abed baut und eben darauf baut, dass er das für ihn übernimmt quasi. Und das ist eine unglaublich rührende Folge. Ich finde, es ist sogar die traurigste Folge in der ganzen Serie. Und da nehme ich sogar Folgen mit rein, wo sich liebgewonnene Charaktere verabschieden, weil sich hier einfach zeigt, wie unfassbar schwer es einer Person fällt, von einer anderen Schluss zu machen, die sie aber trotzdem nicht verlieren möchte. Das ist ja das Dramatische. Troy möchte sich zwar von Britta trennen, aber den Kontakt zu der Person nicht verlieren. Es gibt einen Satz in dieser Folge, wo mir jedes Mal fast die Tränen kommen, wenn er sagt, ich glaube nicht, dass ich ein guter Freund bin, beziehungsweise kein guter Partner bin. Aber ich wäre gern dein Freund, weil ich darin wirklich gut sein kann. Und das bringt diese Folge so wahnsinnig schön, so traurig und doch so ehrlich auf den Punkt, dieses Gefühl, das man vielleicht mal bei einer Trennung hat. Und das ist eben auch das Besondere an der Serie, dass sie es schafft, ja, ernste Themen zu verhandeln und aber immer ein Hoffnungsschimmer dabei ist. Und zwar nicht auf so eine, ja, auf so eine überhöht, wie soll ich sagen, auf so eine kitschige Feel-Good-Art, weil das braucht man nicht, das hat man auch im wahren Leben nicht immer, sondern auf so eine weise Art. Und ich finde, diese Folge ist die weiseste Folge, die Community hat. Wie gesagt, da steckt wahnsinnig viel Weisheit drin. Sie ist liebevoll, sie ist aber auch ernst und sie verschließt die Augen vor der Wahrheit nicht.
Und deshalb ist die Freaky Friday-Folge meines Erachtens, die übrigens von Jim Rash, also von dem Dean, konzipiert wurde tatsächlich, eine der besten Folgen im Serienuniversum. Und deshalb mein Platz 5 ist es mittlerweile, glaube ich, geht an Freaky Friday. Gehen wir für Platz 4 wieder zurück zu Staffel 5, nämlich zu der Folge mit dem tollen deutschen Titel Ein Zylinder voller Supersperma. Kurze Erklärung in dieser Folge. Die Folge findet kurz nach der Beerdigung von Pierce statt. Pierce ist nämlich gestorben tatsächlich. Er würde also auch in einem Community-Film übrigens, Hashtag Six Seasons in a Movie, and a Movie, würde er nicht vorkommen tatsächlich. Wurde nämlich beerdigt, er ist gestorben. Und er hat seinen Freunden aus der Community-Gruppe etwas vermacht. Jedem einen Zylinder voller Superschwärmer, nämlich seinem eigenen, und dann jedem noch etwas Besonderes, Eigenes. Und was ich an dieser Folge so mag, ist, dass sie dem durchaus streitbaren Charakter Pierce Hawthorne im Nachhinein all seine Würde zurückgibt. Denn man sieht vorher immer schon, wie sich Pierce durchaus seiner Fehltritte hin und wieder bewusst ist, und auch sich zu einem besseren Menschen wandelt im Laufe der Serie. Aber man merkt, er wollte noch seinen Frieden machen mit jedem, ohne sich dabei zu verleugnen. Also es gibt dann auch Momente, wo er halt einfach sagt, so, ich kam nie mit dir klar, ich wusste nicht, was ich dir schenken soll, so, oder was ich dir vermachen soll, so sinngemäß. Aber er zeigt nochmal sein Gesicht und damit meine ich eher so seinen sensiblen Kern. Und ich finde das sehr wichtig, weil der Charakter von Pierce einer ist, den die Serie unfassbar braucht, obwohl er eigentlich jemand ist, der einem sehr oft auch auf die Nerven geht. Aber hier macht die Serie nochmal mit dem Charakter Pierce Hawthorne Frieden, Pierce wiederum mit der Community-Gruppe. Und das finde ich sehr wichtig. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Folgen auch nochmal fürs Charaktergefüge oder fürs Figurengefüge innerhalb der Serie. Und deshalb habe ich die Folge mal auf Platz 4 genommen, auch wenn ich, wie gesagt, weiß, dass es alles was mit Pierce zu tun hat. Insbesondere auch aufgrund der ganzen Geschichte mit Chevy Chase, wie der sich wohl hinter den Kulissen verhalten hat und so weiter. Ich will darüber gar nicht so viel wissen, weil ich möchte die Serie weiterhin so lieben, wie ich es tue. Aber diese Folge ist wichtig und deshalb auf Platz 4. Ein Zylinder voller Supersperma. Das war nicht so beabsichtigt, aber wir kommen auf Platz 3 zu Staffel 3 und zu Folge 3. Ich habe das gerade erst gesehen, das war wirklich nicht beabsichtigt. Zur Folge Todd ist schuld. Warum ich diese Folge so mag, kann ich tatsächlich gar nicht großartig erklären, weil eigentlich passt sie gar nicht so sehr in die Philosophie der Community-Gruppe rein. Weil normalerweise die Figureninteraktion auch davon lebt, dass sich viele Figuren oder dass sich die Figuren regelmäßig ihre eigenen Fehler bewusst werden und aber trotzdem ihre Gruppe über alles stellen. Und das wird in Todd ist Schuld sehr, sehr deutlich, weil wir haben jemanden, der von außen in die Gruppe, in dieses Figurengefüge eindringt und dadurch tatsächlich alles durcheinander bringt. Und am Ende geben sie halt eben der Figur die Schuld, obwohl sie in dieser Sekunde oder in den Momenten der Folge auch sich selber sehr, sehr schwierig verhalten, aber irgendwie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und gar nicht so richtig glauben können, dass auch sie selber mal an Sachen schuld sind, weshalb sie eben Todd als Sündenbock nehmen. Normalerweise ist ja Pierce sehr oft der Sündenbock in der Serie. Und ich finde, das ist sehr spannend, weil in dieser Folge bricht das Ganze mal so ein bisschen aus der gewohnten Formel auch aus. Und das macht die Folge sehr spannend. Und deshalb habe ich mich mal entschieden für Folge 3 aus Staffel 3. Todd ist schuld und sehr, sehr gehört auch noch zu den witzigsten Folgen, finde ich, aus der Serie insgesamt. Deshalb, ja, ich freue mich für jeden, der diese Folge das erste Mal sehen darf. Bleiben wir auf dem silbernen Treppchen in Staffel 3 und gehen nur eine weiter, nämlich zu Folge 4. Und es ist irgendwie auch Community in einer Folge, in der die komplette Kreativität der Macher in die Serie reingeflossen ist, in diese eine Folge. Wenn man Community erklären möchte, muss man sich eigentlich nur diese eine Folge ansehen. Denn Chaos-Theorie ist die Folge, in der die Zeitstränge erschafft werden. Also es soll gewürfelt werden, wenn es an der Tür klingelt, runtergehen und die Pizza holen soll, weil die Gruppe sich trifft bei Troy und Abed, die eine neue Wohnung haben. Und
Abed weist Jeff darauf hin, wenn er jetzt würfelt, dann werden 6 verschiedene Zeitstränge erschaffen, je nachdem, welche Zahl gewürfelt wird. Und dann wird gezeigt, welche Zahl gewürfelt wird und in jedem Zeitstrang passiert was anderes. Und ich muss nicht mehr sagen, Community as its best, Kreativität bis zum geht nicht mehr. Und wie gesagt, ich glaube, wer die Serie verstehen möchte, die Faszination für diese Serie, der muss sich eigentlich nur diese Folge einmal angucken. Daher Chaos-Theorie auf Platz 2. Und diese Serie wird für mich nur noch getoppt durch eine Folge aus Staffel 2, nämlich durch Folge 9, Professor Professorsen. Ist eine sehr subjektive Wahl, denn ich liebe einfach Mindfucks jeglicher Art. Und diese Folge treibt das Konzept des Mindfucks absolut auf die Spitze, denn es geht darin darum, dass Jeff sich einen Kurs ausgedacht hat über Verschwörungstheorien, der aber plötzlich wahr wird, weil er sich einen Professor ausgedacht hat, der dann aber plötzlich erscheint und alle paar Minuten gibt es eine neue Wendung. Und irgendwann weiß man überhaupt nicht mehr, was Sache ist, aber man genießt das so. Es ist wahnsinnig unterhaltsam, es ist unfassbar lustig und für mich absolut meine Lieblingsfolge. Immer wenn die kommt, kann ich sie eigentlich im Grunde direkt danach nochmal gucken. Sowieso, ich kann jede Folge in Community fast mitsprechen eigentlich. Und ich habe so viel vergessen. Ich habe die Folge beispielsweise vergessen, wo die Community-Gruppe gesagt bekommt wo es darum geht, wie verrückt eigentlich jede Figur ist, wo am Ende dann dabei herauskommt, das Community College ist eigentlich vermeintlich eine Psychiatrie. Ich habe die Folge vergessen, wo vermeintliche Highlights nochmal durchgegangen werden. Ich weiß nicht, das hat auch, glaube ich, irgendeinen speziellen Namen, wenn in Erinnerungen geschwelgt wird, die es aber so gesehen gar nicht gegeben hat. Ich habe die Zombie-Folge nicht dabei. Ich habe, wie gesagt, die Paintball-Folgen nicht dabei. Ich habe die erste Folge, die ich toll finde, weil sie von Anfang an erklärt, wie das Figurengefüge ist. Die habe ich nicht dabei. Ich habe so viele Sachen nicht dabei und ich kann halt wirklich sagen, ich liebe jede Folge davon. Die Computerspiel-Folge habe ich nicht dabei. Die G.I. Joe-Folge, gut, das ist tatsächlich die eine Folge, die gucke ich jetzt nicht unbedingt nochmal so für sich genommen, aber die Weihnachtsfolge, ich habe das alles nicht dabei, aber ich liebe jede einzelne Folge davon. Diese Serie ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe sie wahnsinnig doll. Es gab Zeiten, da habe ich die Serie in Dauerschleife geguckt tatsächlich. Und es tut mir für jede einzelne Folge leid, die ich in diesem Ranking nicht nennen konnte. Aber ich denke mal, das hat so ein bisschen meine Faszination für die Serie erklärt. Und vielleicht kommen irgendwann auch noch mal alle anderen Folgen dran. Wer weiß das schon. So oder so, ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles Weitere dazu findet ihr natürlich wie immer bei fredcarpet.com. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da. Abonniert uns. Ihr findet uns auf sämtlichen relevanten sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter und Instagram. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche an dieser Stelle wiedersehen. Schön, dass ihr dabei wart und bleibt zu Hause, bleibt gesund, wascht euch die Hände und dann bis nächste Woche. Ciao. Here we are, a log cabin I rented so we could be intimate in safety, because it's not the 50s, so we don't have to park a car and neck at Inspiration Point. That makes sense. I'm turned on by how logical you are. I'm comforted by your shiny hair and facial symmetry. Well, I just brushed my teeth, so this would be the optimal time to kiss. Enjoyable, soft lips, just the right level of moisture. Would you like to do it again? No. We should listen to the news on this radio. I brought it as a cautionary measure, because this cabin is within walking distance of the local insane asylum. Oh, is that why you were able to rent this at such a reasonable rate? Yes. I hope you're as fertile as I am tonight. More.